So Leute, weiter geht's mit Gebrüll und mit Metro Exodus. Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat dein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Oh. Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Verdammt, das nenne ich mal eine Panzerung. Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hast? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und dein Schreck. Scheiße! Das war die letzte Warnung! Halten Sie sofort die Lok an! Oh Mist! Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein Kratzer! Okay, wir warten an! Oh. Ich muss davor warnen! Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand! Jörg, bleib's ab! Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Jawohl! Ach, endlich etwas Vernunft! Jetzt bis zum Halt weiterbremsen! Vorschläge, Leute! Danach werden wir Lack kaum ankratzen, also... Wie wäre es mit einem Angriff von innen? Nicht genug Sprengstoff. Es sei denn, wir stecken alles, was wir haben, in Ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen. Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Archon wird das machen. Immer da, ne, Archon. Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Archon, spring rüber, sobald wir langsamer sind. Ich werde Sie derweil ablenken. Sind Sie das, Jakob? Ja, also lassen Sie den Scheiß, Miller. Sie können nirgends hin. Sie sind nie hier draußen gewesen. Wir schon. Wir wollten nicht weit weg. Nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss Sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht, Hochverrat. Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich? Ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Spätzfuhr? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort. Hä? Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu Ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße! Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Pläne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Ja, wie komme ich jetzt weiter hier? Du musst da drin Augen und Ohren für uns halten. Ich glaube, sie bereiten einen Sturm auf uns vor. Also werden sie ihre Befehle über das Lautsprechersystem geben. Wir werden versuchen, ihr Zeit zu verschaffen und Feuerschutz zu geben, wenn sie anfangen zu schießen. Aber du verstehst schon, das solltest du besser leise. Viel Glück. So.
Ach, das pumpt hier schon die ganze Zeit. Warte mal, was hab ich schon an? Ich hab kein Sunny-Zweig mehr. Ein Buch. Ja, Sunny-Töter-Kram könnte ich mal ein bisschen gebrauchen. Die muss ich alle erschießen. 31, Achtung! Die Zeit ist rum, Oberst Miller. Ruhig, wir werden langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Ah, der Leitfall! Hey, hört mal auf mich zu schießen, ich bin euer eigener Mann hier. Ah, fuck. Fuck. Ach, die Maus macht mich wahnsinnig. Jedes Mal, wenn ich auf die rechte Maustaste drücke, lässt das Ding auf einmal los. Ihr werdet alle nicht wie Deserteure behandelt, sondern wie tollwütige Hunde. Wieso kann ich eine Kugel für jeden von euch. Dich erschieße ich persönlich in die Stirn. Du verdammter Krotte. Das stirbt schon wieder. Mach Schweizer Kills aus dem Ding. Feuer frei. Archon, na los, die reißen uns noch in Stücke. Das stirbt schon wieder. Warte mal, ich muss mal was gucken, Leute. Ja, gute Frage. Naja. Ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt, weil ich nicht... Ein Alter!
Mandeln zu! Von diesem Ding. Was zum Fernfeld! Das hat Gänsehaut! Das ist ein Du Adler! Jetzt hast du es geschafft! Du, deine Lakai, deine Tochter! Wir sehen alle nicht wieder das Mandeln, sondern die tollwütige Hunde! Eine Kugel für jeden von euch! Dich erschieße ich persönlich in die Stirn! Du verdammter Krotte! Vergesst die Sichtbarziele! Mach Schweizer Käse aus dem Ding! Feuer frei! Archon, na los! Die reißen uns noch in Stücke! Da verreckt schon wieder. Ich frage mich, was das für eine Scheiße ist. Das sind 10 Leute, die du abknallst und alle haben sie Masken. Und du kannst die Masken von denen nicht nehmen. Und die schießen mir jedes Mal genau in die Fresse. Einer 13 in Bereitschaft. Genau in die Fresse. Geht dann halt darin da. Oh, Scheiße. Er hört immer auf, um mich zu schießen. Gehört zu euch. Ach, schon wieder. Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mann. Und es liegt nicht an mir, Leute. Es liegt wirklich an dieser Scheißmaus.
das ist echt nicht feierlich, gell. Sobald du nur einen Schuss abkriegst. Jetzt kommt näher! Einer 13 in Bereitschaft! Ist vorbei. Ach, schon wieder. Keine Sorge, Herr Ober. Meine Leute werden Ihnen damit schon etwas geben. Sofort wenden! Stopp, ihr Arschlöcher! Hat schon wieder ein riesen Loch links unten. Was ist denn jetzt? Tipps, ich will doch keine Tipps haben. Mann. Ihr kommt näher. Einer 13 in Bereitschaft. So, ich unterbreche hier erst einmal. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video jetzt schon ging. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß dran, auch wenn ich hier 100 Mal verrecke. Ich sage an der Stelle erstmal Tschüss und weg, euer Sheradan.